Willkommen zum Kurs Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Heute geht es um Entropie und den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist eines der Kernkonzepte in der Thermodynamik. Es ist aber auch gleichzeitig eines der komplexesten Konzepte. Wir fragen hier nicht nach der Energie, die in einem System steckt oder die bei einem Prozess verändert wird, sondern wir fragen nach der Entropie. Nach dem Chaos in einem System, beziehungsweise nach der Veränderung dieses Chaos während eines Prozesses. Manche Prozesse in der Natur laufen spontan ab, andere laufen nicht freiwillig ab. Klassisches Beispiel ist die Verdünnung eines Gases, wenn es in ein Vakuum strömt, oder die Verdünnung einer Lösung, wenn man Lösemittel zugibt. Spontan erfolgt die Verdünnung. Das Gas dehnt sich ins Vakuum aus. Der umgekehrte Vorgang, die spontane Aufkonzentrierung, wird nie beobachtet. Wir können diesen Prozess unter energetischem Aspekt betrachten und stellen fest, es ist ein Nullsummenspiel. Die Energie des Systems vorher und nachher ist gleich. Die Energie kann daher auch kein Kriterium dafür sein, ob ein Prozess spontan stattfindet oder nicht. Der erste Hauptsatz, der Energieerhaltungssatz, verbietet die Rückreaktion nicht. Ein anderes Beispiel ist der Prozess der Angleichung der Temperaturen zweier Systeme. Das klassische Experiment der Kalorimetrie. Wärme fließt freiwillig von heiß nach kalt, aber es wurde nie beobachtet, dass Wärme freiwillig den umgekehrten Weg nimmt, dass sich in einem Körper homogener Temperatur spontan ein Temperaturgradient aufmacht. Auch dieser Prozess ist nach dem ersten Hauptsatz ein Nullsummenspiel der Energie. Die Energie ist kein Kriterium dafür, ob der Prozess spontan stattfinden kann oder nicht. Wir brauchen eine weitere Größe, eine andere Größe, die uns gestattet, vorherzusagen, welche Prozesse spontan möglich sind und welche nicht. Diese Größe ist die Entropie. Wir können feststellen, dass bei dem Prozess der spontanen Verdünnung Information verloren geht. Damit sind wir schon auf dem halben Weg zur Entropie. Im Endzustand haben wir weniger Informationen über die Position der Teilchen als im Anfangszustand. Die Menge an Informationen nimmt ab. Man kann auch sagen, das Chaos, der Unordnungszustand nimmt zu. Und genau hier liegt der Kern des Begriffes der Entropie, abgekürzt mit S. Ähnliche Überlegungen können wir auch für den Prozess des Temperaturangleichs anstellen. Wir haben auf der rechten Seite ein System, von dem wir weniger Informationen über die Energien der Teilchen haben, als beim System auf der linken Seite. Auch bei diesem Prozess nimmt die Information ab, das Chaos nimmt zu. Genau das sagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik aus. Das Chaos im Universum kann nur zunehmen. Was immer auch passiert, das gesamte Chaos, der gesamte Unordnungszustand des Universums, die gesamte negative Information kann immer nur größer werden. Bestenfalls konstant bleiben. Für jedes isolierte System gilt diese Formulierung des zweiten Hauptsatzes. Wir betrachten etwa den Inhalt einer Thermoskanne, warten eine Weile und vergleichen Anfangs- und Endzustand. Dann können wir mit Sicherheit sagen, nach dem ersten Hauptsatz sind die Energie von Anfangs- und Endzustand gleich. Delta U gleich 0. Nach dem zweiten Hauptsatz ist die Entropie im Endzustand größer als im Anfangszustand. Bestenfalls hat sich das Chaos nicht geändert, dann ist Delta S gleich 0. Dann hätten wir einen reversiblen Prozess. Nur in diesem Fall gestattet der zweite Hauptsatz auch die Umkehrung des Prozesses.
Etwas komplizierter wird es bei geschlossenen Systemen. Hier müssen wir System und Umgebung mit berücksichtigen. Wir beobachten ein geschlossenes System, definieren einen Ausgangszustand, warten eine Weile und definieren einen Endzustand. Dann können wir mit Sicherheit sagen, die Summe der Energie von System und Umgebung ist unverändert geblieben. Die Energieveränderungen von System und Umgebung heben sich gegenseitig auf. Lokal kann die Energie durchaus verändern, aber nur auf Kosten der Energie eines anderen Teils des Universums. Ähnliches gilt für die Entropie nach dem zweiten Hauptsatz. Die Summe der Entropie von System und Umgebung wird auf jeden Fall zunehmen. Lokal kann sich eine Abnahme der Entropie ergeben, aber nur auf Kosten der Entropie der Umgebung. Erster Hauptsatz und zweiter Hauptsatz, die beiden Grundpfeiler der Thermodynamik, lassen sich auch in einer anderen Art formulieren. Ein Perpetuum mobile erster Art ist nach dem ersten Hauptsatz unmöglich. Ein Perpetuum mobile erster Art ist eine Maschine, die nichts weiter tut, als Arbeit abzugeben. Das kann nach dem ersten Hauptsatz nicht funktionieren, denn die Erzeugung von Energie jeglicher Art ist unmöglich. Ein Perpetuum mobile zweiter Art ist eine Maschine, die Wärme zu 100% in Arbeit umwandelt und periodisch arbeitet. Nach dem ersten Hauptsatz ist ein Perpetuum mobile erster Art verboten. Ein Perpetuum mobile zweiter Art ist hingegen nach dem ersten Hauptsatz durchaus denkbar. Aber der zweite Hauptsatz verbietet eine solche Maschine, denn bei diesem Prozess würde sich die Umgebung abkühlen und sonst kein Wärmefluss erfolgen. Das wäre gleichbedeutend mit einer Erniedrigung der Entropie des Universums und das kann nicht sein. Die Entropie kann man zahlenmäßig berechnen mit zwei verschiedenen Ansätzen. Die eine Formel geht auf Boltzmann zurück und verknüpft die Entropie mit der Wahrscheinlichkeit. Genauer gesagt mit der Anzahl der Mikrozustände. Wie kann man sich das veranschaulichen? Wenn wir mit zwei Würfeln würfeln, haben wir für die Gesamtaugenzahl 3 zwei Möglichkeiten. Für den Makrozustand Gesamtaugenzahl 3 existieren zwei Mikrozustände. Omega. Für die Gesamtaugenzahl 7 existieren 6 Mikrozustände. Diese Anzahl der Mikrozustände kann man direkt mit der Entropie S verknüpfen. Die berühmte Boltzmannsche Entropieformel lautet Entropie S gleich Boltzmann-Konstante mal Logarithmus Omega. Omega ist die Anzahl der Mikrozustände, wird auch thermodynamische Wahrscheinlichkeit genannt. Die Entropie für den Mikrozustand Gesamtaugenzahl 7 wäre K mal ln 6. Für den Makrozustand Gesamtaugenzahl 12 wäre K mal ln 1 die Entropie. Der Zustand 7 hat eine größere Entropie, ein größeres Maß an Unordnung, besitzt weniger Detailinformationen als der Zustand 12. Wir haben bei der Diskussion der Carnot-Maschine schon die zweite Definition für die Entropie benutzt, nämlich die Entropie im Sinne von Clausius als reduzierte Wärme. Entropieänderung Delta S ist gleich Wärme durch Temperatur. Genauer gesagt reversible Wärme durch Temperatur. Wenn die Temperatur nicht konstant ist, müssen wir die Gleichung differenziell formulieren und dann integrieren. dS gleich dQref durch T. Wir fassen zusammen, die Entropie S ist ein Maß für die negative Information, ein Maß für das Chaos, ein Maß für die Unordnung. Sie lässt sich berechnen, entweder aus Wahrscheinlichkeiten, der Anzahl der Mikrozustände Omega mit der Boltzmannschen Formel, oder nach Clausius als reversible Wärme geteilt durch die Temperatur. In jedem Fall gilt der zweite Hauptsatz. Die Gesamtentropie des Universums kann nur zunehmen, bestenfalls bei reversiblen Prozessen konstant bleiben. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.